Alle Fortschritte zur Lösung der drängendsten Probleme der Welt wurden in Geiselhaft genommen durch geopolitische Spannungen. Unsere Welt ist in Gefahr und gelähmt. Geopolitische Spaltungen untergraben die Arbeit des Sicherheitsrats, untergraben die internationalen Gesetze, untergraben das Vertrauen und den Glauben der Menschen an demokratische Institutionen und alle Formen internationaler Kooperation. So kann es nicht weitergehen. Die Realität ist nämlich, dass wir in einer Welt leben, in der Zusammenarbeit und Dialog der Einzelweg voran sind. Keine Gruppe oder keine Macht kann alleine das Sagen haben. Kein großes globales Problem kann mit einer Koalition der Willigen allein gelöst werden. Wir brauchen eine Koalition der Welt. Heute möchte ich drei Bereiche präsentieren, in denen diese weltweite Koalition dringend die Spaltung überwinden muss, um gemeinsam zu handeln. Es geht in erster Linie um die grundsätzliche Mission der Vereinten Nationen, nämlich den Frieden zu bewahren und zu erringen. Gleichzeitig ist die Gefahr des Einsatzes von Atomwaffen und sind die Gefahren für die Sicherheit von Atomkraftwerken so entwickelt, dass die Instabilität gefördert wird. Es gibt einen anderen Kampf, den wir beenden müssen, unseren selbstmörderischen Kampf gegen die Natur. Die Klimakrise ist das entscheidende Thema unserer Zeit und es muss die oberste Priorität für jede Regierung und multilaterale Organisation sein. Und heute rufe ich alle Industrienationen dazu auf, die Zufallsgewinne der Öl- und Gaskonzerne zu besteuern. Diese Mittel sollten umverteilt werden in zwei Richtungen. Einmal zu den Ländern, die unter der Klimakrise am stärksten leiden, und zu den Menschen, die mit steigenden Lebensmittel- und Energiepreisen zu kämpfen haben. Eine einmalige globale Krise der Lebenshaltungskosten entwickelt sich gerade, die zusätzlich beschleunigt wird durch den Krieg in der Ukraine. In 94 Ländern mit 1,6 Milliarden Menschen, viele davon in Afrika, droht ein schreckliches Ungewitter, ökonomische und soziale Folgen der Pandemie, eine Explosion der Lebens- und Mittel- und Energiepreise, erdrückende Schuldenlast, galoppierende Inflation und fehlender Zugang zu Krediten. Soziale Unruhen sind unvermeidbar und Konflikte sind da nicht weit entfernt. Es muss so nicht sein. Eine Welt ohne extreme Armut, Not und Hunger ist kein unmöglicher Traum. Es liegt in unserer Reichweite. Ja, und auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat klare Worte nicht gescheut. Er nannte die geplanten Scheinreferenden im Osten der Ukraine zynisch und von keinerlei rechtlichem Bestand. Hier haben wir seine Rede. Wir haben hier heute eine einfache Entscheidung zu treffen. Für den Krieg oder für den Frieden. Am 24. Februar diesen Jahres hat Russland, ein permanentes Mitglied des Sicherheitsrates, durch einen Akt der Aggression, der Invasion und der Annexion unsere kollektive Sicherheit zerschlagen. Russland hat bewusst die Charta der Vereinten Nationen verletzt und den Grundsatz der souveränen Gleichberechtigung der Staaten. Je länger dieser Krieg dauert, desto bedrohlicher wird er für den Frieden in Europa, aber auch für den Frieden in der Welt. Er führt uns in ein sich ausweitendes Konfliktfeld, dauerhaft, in dem Souveränität und Sicherheit jedes Einzelnen nur noch von dem Kräfteverhältnis abhängen, von der Größe der Armeen, von der Festigkeit der Bündnisse und von den Absichten von Armeen und Milizen. Wo diejenigen, die sich für stark halten, mit allen Mitteln diejenigen sich unterwerfen, die sie für schwach halten. Wir wissen alle hier, dass nur ein Abkommen, der das Völkerrecht respektiert, es ermöglichen wird, den Frieden wiederherzustellen. Verhandlungen sind nur möglich, wenn die Ukraine dies souverän entscheidet und wünscht und Russland Verhandlungen aufrichtig aufnimmt. Wir wissen auch, dass Verhandlungen nur zu etwas führen werden, wenn die Souveränität der Ukraine respektiert wird, das Hoheitsgebiet befreit und die Sicherheit geschützt. Russland muss jetzt verstehen, dass es nicht gelingen wird, den Willen mit militärischen Mitteln aufzuzwingen, selbst wenn dies zynisch verbunden wird mit einem Scheinreferendum auf Gebieten, die erst bombardiert wurden und dann seither besetzt.
Sind Sie also für oder gegen das Recht des Stärkeren, die Verletzung der territorialen Unverletzlichkeit der Länder und die nationale Souveränität?